2, 3. Sehr schönes Lied vom Andy Baum und mit super Akkorde nämlich dabei. So, jetzt einmal die erste Version mit ganz normalen Akkorde gespielt, so wie es in die Tabs im Internet steht. Und zwar, wir brauchen ein B-Moll, E-Moll, A-Moll, Dora. Dann kommt noch vor ein Gustav und ein B7. Da kann man natürlich auch den normalen B spielen, aber der B7 klingt besser. Und das ist im Original auch so. Es geht dann so, ich spiele es einmal von der zweiten Strophe weg. Hört sich nämlich auch gut an, die Version. Lay your hand in mine. Make yourself feel all your body, B7, on your way in, on your way in, you got to slow down, got to slow down, slow down, you better slow down, slow down, slow down, slow down, slow down. Also kann man so auch ganz schön spielen, mit ganz normalen Akkorden noch. Akkorde. So, jetzt zur Originalversion. Da spielt er nämlich jetzt von Anfang an, und zwar so. When I want you close. Bei der ersten Strophe, da ist gleich mal überhaupt keine Gitarre. When I want you close. So, statt ein A-Moll spielt man A-Moll 7, also einfach den Ringfinger weg tun. Gehen wir mal zuerst die Akkorde durch. Manche zupft da, manche schlagt da. Das ist jetzt noch wurscht dabei. Also A-Moll 7 einfach den Ringfinger weg tun, mittleren vier Seiten anschlagen. When I want you close. Dann kommt der D-Add 11. Das ist wie ein C-Dur. Um zwei Bünde höher geschoben und wieder die mittleren vier Saiten anschlagen. Genau, da klingt nämlich jetzt die G-Saiten leer. Das ist eine super Alternative zum Wald- und Wiesen-D, den was man eh schon 100.000 Mal gehört hat. When I want you close. A-Moll 7. D-Add 11. So, und jetzt kann man natürlich den B-Moll wieder einspielen, wie am Anfang B-Moll E, zum Beispiel When I want you close. Jetzt klingt das schon mal viel interessanter, durch das, dass wir da nicht einen Faden A-Moll haben und einen Faden D, sondern einen A-Moll 7 und einen D-Add 11. Ich werde die Akkorde übrigens aufschreiben, das gibt es dann zum Downloaden. Also When I want you close. There's no need to pause.
A-Moll 7. So, und jetzt statt ein D-Art-11 haben wir ein D, ein Slash-Chord mit Fis im Bass. Das ist ein ganz normaler D. Ringfinger weg, Mittelfinger weg. Die unterste Seite abdämpfen, wichtig. Mittelfinger ist weg. Und der Daumen greift am zweiten Bund auf der dicken E-Seite. Da schlagen wir 5 Seiten an. Der klingt so jetzt ein bisschen komisch, aber zusammen klingt er leiwand. There's no need to bruise. Ist im Original auch so. There's no need to bruise. There's no need for lies. Jetzt wieder der D mit Fis. I can tell by your eyes. Jetzt kommt der super G. Ringfinger geht auf der B-Seite am dritten Bund. Unterste ist wieder abdämpft. Und der Zeigefinger geht am zweiten Bund auf der G-Seite. Die A-Seite ist auch abdämpft. Unbedingt die A-Seite abdämpfen. Ganz wichtig, weil sonst klingt das ein bisschen komisch. Abdämpfen die A. So, und von dem D auf den G geht es so. Ich brauche nämlich nur einen Finger wegtun, einen Finger wechseln, also der Daumen, zweiter Bund da. Und jetzt gehe ich mit dem Daumen weg und tue im Mittelfinger am dritten Bund. Ist auch wieder original. I can tell by your eyes, you made your decision. Jetzt kommt der B7. For paradise. Und dann zum Beispiel, ja, machen wir gleich den Refrain. You got to slow down. A-Moll 7. You got to slow. Der verschobene C. Down. Slow down. You better slow down. Slow down. Slow down, slow down. Jetzt bleibt man drauf. Slow down, E-Moll. Slow down. Das ist jetzt eine Mischung gewesen aus normalen Akkorden und schon die Originalakkorde. So, und jetzt ganz original, Version 3, so wie es da Andy Baum spielt. Ich spiele es einmal kurz durch. When I want you close. Da kommt nämlich nichts. Need you close. Okay, da kommt nämlich jetzt der Teil rein. Statt ein B-Moll spielt er. Das ist A-Seite, zweiter Bund. Und dann auf dem dritten Bund gehämmert. Und zwar zweimal. Und nicht so, sondern, das nennt man Vorschlagnote. Also quasi so wie, gerade noch geschafft am dritten Bund. Hoffentlich hat es keiner gehört. So auf die Art. Ganz schnell. So, also 2 auf 3 hämmer an, zweimal. Zweiter Bund A-Seite. Dritter Bund E-Seite, E-Seite leer. Das kommt das ganze Lied durch. Das wird immer statt ein B-Moll gespielt am Anfang. Und das wäre jetzt eigentlich der E-Moll, den was wir zuerst gespielt haben. Den spielt er aber nicht ein, er lässt nur die E-Seiten klingen. Man kann jetzt aber natürlich, wenn man das ein bisschen füllen möchte, habe ich zuerst da gemacht, spielt man nämlich. Spielen wir ein bisschen den E-Moll an. Okay, also von vorne. When I want you close. Jetzt zupft er den A-Moll 7, die A-D-G-Seite an. Dann geht's auf den verschobenen C.
mittleren vier. When I want you close. There's no need to pause. Jetzt werden sie angeschlagen. Der D mit Fis im Bass. Und es kommt jetzt immer das Hammer an. There's no need for lies. I can tell by your eyes. Das ist der G-Art 9. Also der mit dem Zeigefinger am zweiten Bund. I can tell by your eyes. You make your decision for paradise. Da schlagt er beim B7, da braucht man den kleinen Finger eigentlich gar nicht, schlagt er die mittleren vier Saiten an. For paradise. Zweite Strophe. Lay your hand in mine. Jetzt wieder der A-Moll 7 anzupft. Make yourself feel fine. Let the burn within flow to your skin. Take all your body on your way in. Nummer ist gleiche. On your way in. Refrain slow. Sieben die Adolf. Slow down. You better slow down. Slow down. Slow down. Slow down. Slow down. Slow down. Das war das ganze Lied. Wird dann noch wiederholt bis am Schluss. Also ich würde sagen, sucht euch für euch die beste Version aus. Ich finde, alle drei haben irgendwie gut gelungen. Ob man jetzt die einfachen Wald- und Wiesen-Akkorde spielt oder schon ein bisschen die fortgeschrittenen. Ich persönlich finde die fortgeschrittene Version, also die mit den ein bisschen schrägeren Akkorde, fast interessanter. Mit dem D, gut, den hat man schon, den hört man bei jedem Ausdruck probiert. Und statt dem D kann man halt mit Fis im Bass spielen, passt übrigens für viel Austropoplier da, oder der ein bisschen speziellere, verschobene, um zwei Bünde auf verschobene D. D Art 11 heißt der, also D mit einer 11 dazu. Klingt super, es hat, kriegt viel mehr, wie soll ich sagen, Charme, das Lied. Okay, die Tabs, na Tabs kann ich da nicht schreiben, aber ich werde die Akkorde aufschreiben. Text gibt es eh im Internet, verbotenerweise. Okay, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Alles Gute, bis bald. Ciao. Slow down, slow down.